Im letzten Video habe ich euch ja die Möglichkeit gegeben, über die Kommentare Fragen zu stellen. Und wenn ihr wissen wollt, ob ihr heute in diesem Video eine Antwort auf eure Frage bekommt, dann bleibt einfach dran. Ja, es kamen einige sehr interessante Fragen. Viele konnte ich auch kurz schon in den Kommentaren beantworten. Drei Fragen habe ich mir ausgesucht, die mir besonders interessant vorkamen, wo ich mir denke, dass die Antwort darauf auch viele Zuschauer interessiert. Und eine Frage, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt wirklich ernst gemeint war oder eher auf einen Running Gag von einem anderen YouTuber abzielt, ging in Richtung Gärungen verleimen. Ganz egal, ob das jetzt ein Running Gag sein soll oder ob die Frage ernst gemeint ist. Ich denke, das ist ein interessantes Thema, auf das ich mal eingehen werde. Und wie es der Zufall will, habe ich auch gerade eine Gärungsverleimung in der Mache. Das sieht so aus. Hier an dieser Ecke ist eine Gärung. Der Rest wird später stumpf an dieser Ablage hier geleimt. Das ist ein Teil vom Schreibtisch. Das Ganze müsst ihr euch über Kopf vorstellen. Und dann ist das hier eine Ablage, wo man Dinge reinstellen kann. Das hier wird weiß gebeizt, deswegen ist es noch nicht mit dem Gestell verleimt. Das wird also dann abgemacht und gebeizt und später angeleimt, wenn das Ganze lackiert wurde. Schaut doch mal in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch ein paar Sachen zum Thema Gärungen. Auch das, denke ich, bekannte Verleimen mit Klebeband habe ich da etwas erläutert. Schaut mal rein, findet ihr einen Haufen wichtige Informationen. Hier ist die Gärungsverbindung etwas anders, denn hier sind noch Lamellos drin. Das Ganze ist frei tragend, soll Gewicht aushalten und da ist mir eine stumpfe Verbindung zu instabil, die könnte brechen und deswegen sind hier noch Flachdübel drin. Von Runddübeln in Gärungen halte ich in der Regel wenig, denn sie sind schwer zu verleimen. Ein Flachdübel ist etwas lockerer, kann auch seitlich verschoben werden. Und das macht das Verleimen von Gärungen einfacher als bei Runddübeln, die ja kein Spiel haben, was sie auch nicht haben sollen. Deswegen nehme ich gerne Flachdübel. Und wie ihr seht, ist das Ganze mit Zwingen fixiert. Und wenn ihr das mit Zwingen macht, müsst ihr darauf achten, dass ihr den Druck gleichmäßig ausübt. Ihr könnt also nicht erst eine Zwinge quer ansetzen, die anziehen und dann eine Zwinge hochkant. Dabei würde es euch die Gärung komplett verschieben. Dann, ganz wichtig beim Verleimen von Gärungen, fast wichtiger als das Verleimen selbst, ist das Schneiden. Nur eine Gärung, die ohne Zwingen schon perfekt passt, wird auch mit Zwingen richtig schön dicht werden. Und das Gemeine an einer Gärung ist ja, dass ihr jeden Fehler darin seht. Und hier seht ihr auch, dass ich innen abgeklebt habe. Das macht die Nacharbeit natürlich wesentlich geringer. Ihr habt weniger Nacharbeit, denn hier kommt Leim raus, wenn ihr zu viel Leim angebt. Und dann habt ihr das Problem, dass ihr im Inneren dieser Gärung diesen Leim rauskratzen oder abstechen müsst. Und da ist es natürlich viel weniger Arbeit, das abzukleben. Und hier seht ihr auch das Klebeband, das ich verwende. Das ist ein PVC- oder PE-Klebeband. Das hat den Vorteil, dass es sich leicht abreißen lässt. Wo habe ich es? Hier ist dieses Klebeband. Das könnt ihr ganz einfach abreißen. Das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil. Ihr müsst nicht mit dem Messer darum hantieren. Und dann hat es noch einen Riesenvorteil. Es lässt sich vom Holz wieder sehr gut ablösen. Es klebt also so stark, dass es auf dem Holz ordentlich hält, aber nicht so stark, dass es nicht wieder rückstandsfrei abbekommt. Diese Klebebänder, das ist hier von der Firma Kipp, bekommt ihr überall dort, wo es Materialien für den Trockenbau gibt, also Gipskartonplatten. Das könnt ihr auf Gipskarton aufkleben, ihr könnt es auf Raufasertapete aufkleben, ihr kriegt das wieder ab und das ist ideal zum Abkleben von solchen Gärungen oder generell von Verleimungen. Und es ist auch ideal dafür, wenn ihr eine Gärung stumpf verleimt und das mit der Klebebandmethode macht. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, läuft unter dem Begriff PE oder PVC Schutzband. Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Diese Gärung hat jetzt etwa eine Stunde geleimt. Auch das ist ein Punkt, den ihr bei Gärungen berücksichtigen solltet. Lasst den Leim lange genug abbinden. Der nächste Punkt ist die Leimmenge.
Wenn ihr Gehrungen an Massivholz schneidet oder wie hier Tischlerplatten, dann schneidet ihr das Hirnholz schräg an. Dieses Hirnholz saugt mehr Leim auf als zum Beispiel bei einer Längsverbindung und gebt daher einfach etwas mehr Leim an, damit die Verbindung nachher hält. Soviel also zu den Tipps in Richtung Gehrungen. Jetzt spanne ich das Ganze mal aus und zeige euch, wie die Gehrung dann geworden ist. Die Gehrung ist gut geworden, ist soweit alles dicht. Eine Stelle hier steht minimal offen, aber das wird man nach der Oberflächenbehandlung dann nicht mehr sehen. Und wenn ich jetzt hier das Klebeband abziehe, hier sieht man den Leim, der rausgekommen ist, dann habe ich auch mit dieser Innenecke keine Arbeit mehr. Und ihr seht, dieses Klebeband lässt sich wunderbar wieder ablösen. Hier ist der Leim noch relativ frisch, da lasse ich das Klebeband noch eine Stunde drauf und ziehe das später erst ab. Wenn ich das Band jetzt abziehen würde, würde ich den frischen Leim doch wieder an die schon fertig geschliffene Fläche dran schmieren. Das will ich auf jeden Fall verhindern. Die zweite Frage, auf die ich eingehen möchte, geht in Richtung Pocket Holes. Da wurde ich gefragt, was ich davon halte. Ich setze sie im Kurs ein. Ich bin auch, glaube ich, einer der ersten YouTuber und Blogger gewesen, die überhaupt ein solches System vorgestellt haben. Das war schon vor etwa 9 Jahren, als ich vom deutschen Importeur dieses K4 bekommen habe von der Firma Gregg. Und das habe ich auch immer noch im Einsatz. Hat also jetzt schon einige Löcher gebohrt. Auch die Kursteilnehmer kommen sehr gut damit klar. Hier habe ich ein Schränkchen aus dem Kurs Möbelkonstruktion. Da werden diese Pocket Holes eingesetzt. Und zwar aus dem Grund, damit man dieses Schränkchen später zu Hause wieder zerlegen kann und sich in aller Ruhe um die Oberfläche kümmern kann. Und hier sieht man diese Pocket Holes. Sie werden zusätzlich zu Flachdübeln hier verwendet. Einfach als Schraubzwingenersatz, und das hat im Kurs den Vorteil, man kann das Ding zusammenschrauben und direkt weiterarbeiten. Man muss nicht darauf warten, dass der Leim abbindet. Und in dieser Art und Weise verwende ich Pocket Holes. Ich sehe sie als Problemlöser. Ich kann mich nicht dafür begeistern, diese Verbindungen wirklich im sichtbaren Bereich einzusetzen. Es gibt ja Leute, die verschließen die Löcher mit andersfarbigen Verschlusskappen etc. Für mich ist das ein Problemlöser, eventuell eine Verleimhilfe. Wo ich mir das noch vorstellen kann und wo ich sie auch schon eingesetzt habe, ist, wenn ihr Schubladen baut. Angenommen, das wäre jetzt kein Schrank, sondern eine Schublade, das könnt ihr ja genauso bauen. Dann würde man diese Pocket-Hole-Verbindung nicht sehen, da ja vorne noch eine Blende draufkommt und die Rückseite sieht eh kein Mensch mehr. Also auch dafür sind Pocket-Holes ganz gut, auch für Reparaturen. Wie gesagt, ich verwende dieses K4 schon seit vielen Jahren. Was ich euch auch empfehlen kann, ist das Teil von Wolfkraft. Kostet, glaube ich, um die 30 Euro. Für den gelegentlichen Einsatz vollkommen okay. Tut euch nur einen Gefallen. Nehmt nicht die mitgelieferten Schrauben. Wenn das noch so ist wie vor einigen Jahren, dann sind dort Senkkopfschrauben dabei. Das funktioniert nicht. Ihr braucht Schrauben mit flachem Kopf, sonst platzt euer Holz auf. Also wie gesagt, in Grenzen würde ich sowas empfehlen. Aber es ersetzt auf keinen Fall vernünftige Holzverbindungen wie Flachdübel, Runddübel, Schlitz und Zapfen etc. Und aus diesem Grund kommt das Thema Pocket Holes auch nicht in meinem Buch vor. Das war also eine perfekte Überleitung. Das ist das Buch, an dem ich lange gearbeitet habe. Jetzt ist es lieferbar. Auch ich habe einige Exemplare bekommen. Wahrscheinlich vielleicht nach dem einen oder anderen, der jetzt hier zuschaut. Und ich gebe euch mal einen kleinen Einblick, wie das Ganze aussieht. Also sehr hochwertig gedruckt, ganz viele Bilder, Grafiken, alles neu gemacht. Das sind jetzt keine Bilder, die man sonst von sonst wo irgendwo schon kennt, die wiederverwertet wurden, sondern alles neu gemachte Fotos, neu gemachte Texte, keine Artikel, die schon irgendwo veröffentlicht wurden, sondern wirklich alles von Grund auf neu gemacht. Und hier seht ihr auch wirklich gute Zeichnungen, die sind auch auf der DVD wieder drauf. Ich glaube, wer das Ganze als online liest über das Online-Abo, kann auch auf die Videos zugreifen und dann habt ihr die Zeichnungen ohnehin im PDF-Format. Stücklisten sind mit dabei. Das geht wirklich Schritt für Schritt. Hier das nächste Werkstück. Also alles sehr detailliert und wirklich die wichtigsten Themen behandelt. So viel zur Eigenwerbung.
Jetzt würde mich mal interessieren, wer von euch das Buch schon hat und was ihr davon haltet, nachdem ihr es jetzt vielleicht schon gelesen habt. Die dritte Frage, die ich beantworten möchte, ist die nach meinem beruflichen Werdegang und wie das alles so kam bis heute, wie ich also zu der Kurswerkstatt kam und zu dem, was ich jetzt so mache. Und das fing ganz normal mit einer Schreinerlehre an. Ich habe in einer kleinen Dorfschreinerei gelernt. Wir haben alles gemacht, Fenster, Türen, Möbel etc., bisschen Messebau. Danach ging ich in eine Firma, wir hatten sehr hochwertige Apotheken gebaut, also Ladeneinrichtungen. Ich war kurze Zeit in einer Sondertürenfertigung, also Röntgentüren, sehr dicke Türen, Wohnungseingangstüren etc., also spezielle Dinge. Und wechselte dann in eine etwas größere Produktion im Bereich Audioanlagen. Da war ich 14 Jahre lang in leitender Tätigkeit, habe also das ganze Spektrum, was CNC-Fertigung, CAD etc. angeht, bis zu 5-Achs-Bearbeitungszentren. Wir hatten mehrere, habe ich alles durch. Ich habe Produktionsleitung gemacht, also sehr viel in leitender Tätigkeit. Bin dann gewechselt, wieder in den Ladenbau und habe dann aber sehr schnell eingesehen, dass das, was ich eigentlich möchte, als Angestellter kaum zu realisieren war. Ich bin jemand, der seine Ideen sehr gerne in die Tat umsetzt, und wer als Angestellter arbeitet, der weiß, das funktioniert nicht immer. Und deswegen beschloss ich, mich selbstständig zu machen, mit der Idee, zum einen Kurse anzubieten, aber auch ganz normale Kundenaufträge abzuarbeiten im Bereich Möbelbau. Das habe ich dann auch gemacht. Erst einmal mit Hilfe einer Halbtagsstelle noch in der Arbeitsvorbereitung in einem größeren Betrieb, aber nebenher schon mal die Werkstatt hier aufgebaut, Kurse entwickelt und das Ganze nach und nach dann ausgebaut. Während dieser Zeit habe ich auch schon für die Zeitschrift Holzwerken geschrieben. Da habe ich sehr früh schon angefangen als freier Mitarbeiter. Das lief dann auch noch nebenher. Und irgendwann musste ich mich halt entscheiden, weil das Ganze zu viel wurde. Was mache ich? Möchte ich weiter Kundenaufträge machen oder eher in Richtung die Kurswerkstatt weiter ausbauen und da in dem Bereich was machen, und habe mich dann für die Kurswerkstatt entschieden. Das läuft auch immer noch sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Meine Kurse sind derzeit alle ausgebucht. Es gibt Stand heute keinen freien Kursplatz bis April nächsten Jahres, was ja doch scheinbar für meine Kurse spricht. Und um mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, an meiner Erfahrung teilzuhaben, habe ich letztes Jahr angefangen, die Online-Kurse zu machen, was auch ein Erfolg wurde. Bisher sind da genug Teilnehmer, dass das Programm weiterlaufen kann und ausgebaut wird. Ich schreibe auch weiterhin für die Zeitschrift Holzwerken. Da findet ihr also auch regelmäßig Artikel von mir oder jetzt, wie gezeigt, das Buch. Auch mein Blog auf Holzwerken ist im Rahmen dieser Zusammenarbeit entstanden vor einigen Jahren. Ich glaube, den schreibe ich jetzt schon seit fast 5 Jahren. Und mit diesen ganzen Tätigkeiten kriege ich meine Woche gut ausgefüllt. Und ich bin zufrieden damit und kann vor allem meine Ideen umsetzen. Und ich denke, das ist das, warum viele Leute sich selbstständig machen. Es geht weniger um das Geld verdienen, sondern darum, seine eigenen Vorstellungen umzusetzen, selbst etwas zu machen ohne einen Vorgesetzten. Und bei den einen funktioniert das, bei den anderen funktioniert es leider nicht. Ich habe das Glück, dass es bei mir seit nun 7 Jahren funktioniert. Ich bin seit 7 Jahren selbstständig und bin sehr froh damit. So viel also zu meinem beruflichen Werdegang. Noch ein kleiner Hinweis, ich mache das alles allein. Ich habe kein großes Team um mich herum, sondern Werkstatt, Videos, Artikel, Online-Kurse, läuft alles in Eigenregie. Meine Internetseite mache ich selbst. Ich bin also ein Ein-Mann-Unternehmen. So viel also dazu. Ich hoffe, ich konnte ein paar eurer Fragen beantworten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Geht in eure Werkstatt, baut irgendwas und habt Spaß dabei.